Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Griever Games Newsletter. Wir fangen heute mal damit direkt an, dass Abge jetzt, glaube ich, das Plot für 20 Millionen gekauft haben soll, was nach meiner Meinung nicht so viel wert ist, Leute, aber je nachdem seins. Ich denke mal, er hat es jetzt gekauft, irgendwann offstream hat oder nach dem Video hat er das dann noch gekauft und hat dann das Geld bekommen, Leute. Und ja, noch eine wichtige News, man konnte in letzter Zeit wieder Köpfe duplizieren. Das hat man ja auch bei Baggerman im Video gesehen, Leute. Das war eigentlich schon ganz schön heftig, finde ich, dass man da einfach Köpfe duplizieren konnte, Leute. Das ist einfach nicht mehr normal. Stellt euch mal vor, euer Kopf jetzt hier im Einkauf, Black 70 Crazy, 2 hier. Ja, gibt's einfach auf jedem Shop beim Server. Ist natürlich auch cool, weil man dadurch bekannter wird. Aber ich hätte ihn lieber einmalig bei meinen Kumpels. Sehe ich euch ehrlich, so wie es ist. So Leute, denn vielleicht kommt in nächster Zeit eine neue Erneuerung, und zwar, dass man vielleicht Spawn abbauen kann, weil Abge hat ja schon im Stream was gesagt gehabt, dass er das auch immer scheiße findet, dass man halt die Spawner nicht abbauen kann, wenn die auf deinem Plot sind, und wieder woanders hinsetzen kann mit den Egg halt, dass es auch noch droppt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Leute, aber dann würden halt auch die Spawnerpreise so nach unten gehen. Und wenn, glaube ich, dürfte man die auch noch auf seinem eigenen Plot abbauen. Leute, und gestern Abend war, ich glaube, entweder war ganz Griever Games dann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ganz Griever Games einfach ganz kurz down war, Leute. Und zwar war gestern gegen Abend, ist einfach mal der komplette Server abgeschmiert oder CityBit 8, ich weiß es nicht so genau. Und zwar gegen 19.30 Uhr, Leute. Da frage ich mich, hä? Ich dachte, die haben keine Probleme mehr. Und wenn, Leute, die haben schon wieder Probleme mit dem Anbieter. Also, Empfehlung an Abge, wechselt bitte den Anbieter, wenn die da Probleme haben. So Leute, ich habe heute früh mal in Forum geguckt und da stand drin, dass bald wieder neue Erneuerung kommen soll. Und zwar ist, glaube ich, jetzt, ja, jetzt wo das Video rauskommt, müsste schon das Plugin drauf sein, womit man wieder Redstone richtig benutzen kann, weil das war eine Zeit lang ein bisschen scheiße, weil immer Redstone aus war, durch diese Bot-Angriffe und so. Auf jeden Fall, Leute, kann man jetzt wieder Redstone benutzen. Was ich eigentlich richtig gut finde, weil hier wirklich viele Spieler mit automatischen Kistensystemen und sowas arbeiten, Leute. So, und dann haben sie auch noch in einer anderen News gebracht, dass die Boosterpreise jetzt im Shop höher gemacht wurden. Und das, glaube ich, irgendwie ein Booster rausgenommen wurde. Ich weiß jetzt nicht welcher, Leute. Und das bei jedem Booster, der aktiviert wird, bekommt man 75 Dollar. Und die Booster wurden im Durchschnitt auch gesenkt. Und zwar kostet jetzt ein Booster, hat ja früher 5 Euro gekostet im Shop. Und jetzt kostet der nur noch so 2,50 Euro. Was ich recht gut finde, Leute. So, ich hoffe, euch hat diese kleine News-Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.